Der erste Glitch ist am Spawn, Leute. Und zwar müsst ihr hier zu diesem LKW gehen, wo ich jetzt hingehe, auf die andere Seite. Dann müsst ihr hier an diesem Rad ein bisschen Abstand nehmen und draufspringen. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dann fallt ihr rein. Und wenn ihr das falsch macht, dann entweder landet ihr oben oder das drückt euch so ein bisschen nach hinten. Ihr müsst einfach die richtige Position finden. Und wenn ihr die Position einmal habt, dann fällt euch das leicht. Dann schafft ihr das nach ein paar Mal versuchen immer wieder. So, kommen wir nun zu Glitch Nummer 2. Hierfür müsst ihr erstmal die Tür an der Hauptstraße überspringen und um diese Tür zu überspringen, lockt ein Zombie hinter euch her oder mehrere wie ich, klettert hier drüber, dann geht hier an die Seite, jetzt müsst ihr gegen den Wagen rennen und einfach messern, ohne zu springen, Leute. Die fliegt dann in die Luft und dann könnt ihr hier hochgehen, ohne vorher unten Türen aufgekauft zu haben. Jetzt müsst ihr durch den Teleporter gehen und wenn ihr auf der anderen Seite seid, dann rennt ganz schnell hier zum Kino und macht dort die Tür auf. Ihr könnt auch irgendeine andere Tür aufmachen, aber wenn ihr hier die Tür aufmacht, Leute, dann zeige ich euch einen Spot, wo sich die Zombies versammeln. Und zwar könnt ihr hier auf diese Kiste in die Ecke neben der Videothek und hier versammeln sich dann die ganzen Zombies vor euch. Das Miese an diesem Glitch ist, dass ihr die Teile für die Reparatur des Teleporters nicht einsammeln könnt oder allgemein das Easter Egg nicht machen könnt, weil ihr die erste Tür übersprungen habt. Also eignet sich das eher so für Lorewons, um auf Headshots zu gehen oder vielleicht um die Social Distancing Visitenkarte zu holen. Dafür müsstet ihr nur, bevor ihr durch den Teleporter geht, euren rasenden Wächter voll machen, Leute, und kurz davor aktivieren, weil sonst bekommt ihr Barrierenschaden und ihr könnt das nicht machen. Und falls ihr dann hier danach das Easter Egg weitermachen wollt, müsst ihr einfach wieder durch den Teleporter zurückgehen und unten die Tür aufkaufen. Kommen wir nun zu Glitch Nummer 3. Und zwar befindet er sich auf dem Videothekdach. Ihr müsst hier an dem Geländer einfach rechts drauf springen und so ein kleines bisschen nach hinten, so wie ich. Und dann versammeln sich die Zombies rechts neben euch. Ab und zu bekommt ihr einen Hit von den Zombies und der Mangler kann euch, glaube ich, runterschießen, Leute. Also wenn ihr hier reingeht, dann geht wenn dann mit dem Feuerring und der Wunderwaffe hier rein. Kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar braucht ihr hierfür den PhD Slider Perk. Geht hier auf diesen Wagen neben Burger Town, nimmt kleines bisschen Anlauf, drückt auf Sliden, dann fliegt ihr hoch, Leute. Hier müsst ihr dann klettern, spammen bzw. springen und landet hier. Von hier aus springt ihr an der Seite hier hoch, klettert hoch und jetzt lauft hier in diese Kisten rein. Und wenn ihr hier drin seid, dann kriegt ihr keinen Schaden und die Zombies werfen auch nicht auf euch. Und die werden sich jetzt alle hier vorne auf dem LKW versammeln, wo ihr zuletzt drauf wart. Kommen wir nun zum nächsten Glitch, Leute. Und zwar braucht ihr hier wieder das PhD Slider Perk. Dann nimmt Anlauf und dann müsst ihr hier gegen sliden, wo ich gegen slide. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann fliegt ihr in die Luft. Dort müsst ihr jetzt springen spammen. Dann klettert ihr hier hin. Dann müsst ihr nochmal hier hinter diese Mauer klettern. Einfach einmal klettern drücken, dann klettert ihr hoch und springt einfach auf der anderen Seite runter. Und ihr seid hinterm Teleporter. Kommen wir nun zum letzten Glitch. Und zwar braucht ihr hierfür wieder das PhD Slider Perk und rasende Wächter voll und mindestens ein Schild. Dann, Leute, müsst ihr wieder auf diesen LKW drauf. Also springt drauf, Leute, nimmt ein bisschen Anlauf, rennt und slidet. Und wenn ihr dann hochfliegt, spammt die Springen-Taste und klettert hoch. Jetzt, Leute, müsst ihr auf die andere Seite springen. Das Ganze klappt auch ohne die Zeit. Könnt ihr auch mit einer normalen Waffe machen. Dann springt hier rüber. Von dort aus springt ihr hier rüber und drückt die Springen-Taste wieder. Und danach, Leute, lauft einfach den Weg, den ich laufe. Klettert hier nochmal hoch. Und jetzt könnt ihr hier nochmal rüber springen. Und ja, wenn ihr hier oben seid, Leute, kriegt ihr gleich Damage. Springt hier über diese Mauer. Und wenn ihr nur noch 46 Leben habt, aktiviert euren rasenden Wächter, weil ihr sonst stirbt. Also lauft hier geradeaus weiter. Bei 46 oder 31, je nachdem, müsst ihr dann aktivieren. Dann lauft nochmal diesen ganzen Weg. Und wenn ihr dann hier um die Ecke seid, lasst euch einfach fallen und ihr seid wieder out of map. Und die ganzen Zombies versammeln sich vor euch. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.